Ein Messerbalken schneidet die Getreidehalme ab, während die Haspel diese auf den Schneidwerkstisch legt. Die sich drehende Schnecke erfasst die abgeschnittenen Halme und führt sie dem Kettenförderer zu, der alles zur Dreschtrommel bringt. Die Dreschtrommel trennt fast alle Körner von den Ähren. Das Dreschgut gelangt durch den Dreschkorb auf den Vorbereitungsboden und von dort in die Reinigung. Das Stroh kommt mit den restlichen Körnern auf den Schüttler, wo die noch verbliebenen Körner aus den Ähren herausgeschüttelt werden und über den Rücklaufboden zu den anderen Körnern auf den Vorbereitungsboden rieseln. Das ausgedroschene Stroh fällt zurück auf den Acker. In der Reinigung werden fremde Bestandteile wie Spreu, Grannen, Strohreste und Unkraut ausgesiebt bzw. durch Druckluft weggeblasen und nach draußen aufs Feld befördert. Ein Elevator bringt die gereinigten Körner in den Korntank.